17.30 Uhr, RTL, unter uns. Eva setzt alles daran, Otis Unschuld zu beweisen und versprüht Optimismus. Doch dann erhält sie unerwartet eine schockierende Nachricht. Währenddessen flüchtet Larissa vor ihren Schuldgefühlen in den Arbeitsalltag, aber sie wird immer wieder von den Folgen ihrer Tat eingeholt. Indes steht Saskia vor einer schweren Entscheidung, als Marc ihr den Vorschlag unterbreitet, mit ihm gemeinsam nach Berlin zu ziehen. 18 Uhr, RTL 2, Köln 50.667. Seit längerem bleibt die Periode aus und Unterleibsschmerzen plagen sie. Bo könnte schwanger sein. Eine Nachricht, die nicht nur sie selber, sondern auch Intimfeindin Dana völlig aus der Bahn wirft. Während sich Bo ein Leben mit Kindern ausmalt, rutscht Dana völlig ab. 19 Uhr, RTL 2, Berlin, Tag und Nacht. Die letzte Zeit war hart für Basti. Ausnahmslos Rückschläge musste der Gründer hinnehmen, und obendrein versinkt er weiter in Schulden. Vor Mandy hält er alles weiterhin geheim, doch als er fürchten muss, dass man ihm den Strom abstellt, droht das Kartenhaus in sich zusammenzubrechen. Wird er jetzt auf das unmoralische Angebot von Pelipa eingehen? 19.05 Uhr, RTL, alles was zählt. Ben und Ekaterina helfen Gustav, seine verschwundene Frau wiederzufinden, und hoffen, bald in das kleine Traumhäuschen im Wald einziehen zu können. Indes wird Michele klar, dass sie wieder ein Ziel in ihrem Leben braucht. Als sie im Zentrum als Praktikantin anfängt, bereut sie ihre Entscheidung schnell. Lena und Marian wollen dem Terminstress durch eine gute Organisation entgegenwirken. Doch gegen die Anfangsschwierigkeiten haben sie keine Chance. 19.40 Uhr, RTL, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Luis gerät ins Visier seiner Mitschülerin Brenda. Gemeinsam sollen sie ein Projekt für die Schule ausarbeiten, doch sie hat keine Lust und will die Arbeit auf Luis abwälzen. Tiona schöpft neue Hoffnung, als Leon ihm eine Abnehmerin für seine Kaffeerüstungen vermittelt. Doch die potenzielle Kundin bezweifelt, dass Tiona in der Lage sei, das Auftragsvolumen zu bewältigen.